Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wutruf and the Schnibbel of Azimut. So, das Spiel wird nach hinten hin ja, immer ein bisschen komplizierter. Ich hangel mich aktuell von Folge zu Folge zu Folge und schaue immer, dass wir irgendwo noch weiterkommen. So, wir hatten ganz am Anfang der Folge hatten wir dem Säufer mal eine Tasse Kaffee gegeben. So, dann war er zumindest nüchtern. Aber er meinte, dass er immer noch Gedächtnisprobleme hat. So, und wir haben jetzt eine Gedächtnisformel. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was können wir mit der Gedächtnisformel machen? Und er wäre jetzt ein Kandidat. Er wäre ein echter Kandidat. Und hier mit dem Knopf haben wir auch noch nichts gemacht. Ich weiß nicht, was der bringen soll. Aber es ist toll, wenn man rauf... Wie, willst du jetzt nicht mehr? Ich will aber noch... Wieso drückt er jetzt nicht mehr? Grimassen schneiden ist nicht nett, Wutruf. Muss ich das verstehen? Okay, dann drücken wir da nicht mehr rauf. Ist recht. Wo kommst denn du schon wieder her? Hi, Meister. Wie du weißt, erlangst du geistige Erhebung nur durch Körperbeherrschung. Nutze diese Macht und du wirst in der Lage sein, dein Haarwachstum zu steuern. Das bringt zwar nichts, macht aber Spaß. Haben wir jetzt wieder irgendeine Haarkontrolle? Ich habe keine Ahnung, was wir mit der Hörkontrolle und der Haarkontrolle sollen. Das erschließt sich mir noch nicht, aber eigentlich wollten wir jetzt mal die Gedächtnisformel auf den Säufer anwenden. Mal davon her. Oh lala, hab gesoffen, um zu vergessen. Mit Erfolg, ich weiß nichts mehr. Ja genau, daran wollen wir jetzt arbeiten mit dir zusammen. Und zwar Gedächtnisformel. Jetzt erinnere ich mich. Ich hab gesoffen, um zu vergessen, dass sie mir den Job im Gefängnis weggenommen haben, da ich nicht mehr Rommel spielen wollte. Das klingt tragisch. Jetzt, wo die Stelle frei ist, kannst du dich ja bewerben. Ich hab die ganze Zeit gedacht, dass wir schon mal im Knast waren, dass dort die Irrenanstalt drin ist. Aber, na gut, vielleicht gibt's ja noch mehr. Ich brauch mich nur richtig anzustrengen, um einen neuen Job zu finden. Die Einstellkriterien sind drakonisch. Mit meiner Visage habe ich keine Chance. Wenn dir was einfällt, um mir zu helfen, bringe ich dir die Rommelregeln bei. Die Rommelregeln. Was lernen wir denn nicht noch alles in dem Spiel? Okay, du hast auch wie wir ein Kinnproblem. Ah, die Nase ist auch... Aber ansonsten sehen wir uns schon so ein bisschen ähnlich. Okay, mit schwarzen Haaren. Wenn wir ihm unser Ursprungsbild geben, unser Bewerbungsfoto, müssen wir noch mal eins machen lassen. Aber ich glaube, grundsätzlich könnte er als der verkleidete Wutruf durchgehen. Das versuchen wir jetzt mal. Wir versuchen jetzt alles, was mir in den Sinn kommt, weil mehr haben wir nicht. So, das war. Amtsschimmel, Schluckspecht, Elendsbrücke. Wo ist denn dieser Proto-Photonenplatz? Den suche ich. So, Wutruf, du kennst das Spiel? Komm mal davon hin. Dann machen wir dich noch einmal hübsch. Man braucht einen Strohl, um diesen Proto-Photon zu benutzen. Ja, Wutruf, danke, das habe ich seit dem letzten Mal nicht vergessen. So, zuerst hast du die Hemdsbrust gehabt. Dann waren es, glaube ich, die Augen. Dann war es, keine Ahnung was, der Mais. Ich muss die Accessoires in der richtigen Reihenfolge anlegen. Dann war es das Kinn.
Dann war es, glaube ich, der Pinsel. Und dann waren es die Zähne, die weißer sein könnten. Und dann Stuhl. Gut gemacht. So, dann gehen wir wieder von da vorne weg, damit wir das Transportozon benutzen können. So, dann gehen wir nochmal zurück in die Schluckspechtgasse. Können wir jetzt wieder den Knopf drücken? Knopf kaputt. Wir haben Knopf kaputt gespielt. Juhu. So. Hallo, Herr Ex-Säufer. Ich glaube, wir haben da was Jetzt für Sie. erinnere ich mich. Ich habe gesoffen, um zu vergessen, dass Sie mir den Job im Gefängnis weggenommen haben, da ich nicht mehr Rommel spielen wollte. So, dann geben wir dir mal unser 1A-Foto. Dank dir, Bursche. Damit komme ich vielleicht wieder auf die Beine. War uns eine Ehre, sagst du sonst noch irgendwas? Die Wände sind klebrig, die Luft mies und die Türme ganz weich. Da ist übrigens auch ein super geheimer Gefangener in einem dieser Türme. Okay. Die Wände sind klebrig, die Luft mies und die Türme ganz weich. Da ist übrigens auch ein super geheimer Gefangener in einem dieser Türme. Super geheimer Gefangener. Okay. Okay, wir brauchen noch einen Job. Das in der Hutfabrik war ja nichts. Dann gehen wir nochmal zur Kerkergasse. Die war irgendwo. Hier? Irgendwo? Da, Knastgasse. Da möchten wir hin. So, wir möchten jetzt einen Job im Knast haben. Hier soll's was zu schaffen geben, stimmt's? Wenn du dich bewerben willst, brauchst du das Formular 2B75 Beta vom Verwaltungszentrum, das sorgfältig auszufüllen und zu unterschreiben ist. Ja, wir haben da Connections, das schaffen wir. Wir machen keine Beamtenbestechung, sondern Bedrohung. Das ist der neue Stil. So, Amtsschimmel. So, Wuduf, mach dich mal nützlich mit der Kraftformel. Hey, Mondgesicht! Schmeiß mir mal das Formular 2B75 Beta rüber, aber fix! Ich wäre Ihnen gerne behilflich, werter Kunde, aber ich hab's gerade verlegt. Okay, Gewalt ist keine Lösung. Können wir deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Nicht? War jetzt so eine Idee. Der Herr, ich hätte gern das Formular B75 Beta. Ist für einen Job. Tut mir leid, ich hab's verlegt. Vielleicht finde ich's ja später wieder. Ja, später haben wir keine Zeit. Der Herr, ich hätte gern das Formular B75 Beta. Ist für einen Job. Tut mir leid, ich hab's verlegt. Vielleicht finde ich's ja später wieder. Können wir jetzt seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Ich erinnere mich, wo ich's hingetan habe. Zweite Reihe, vierte Lade, rechte Seite. Das war ja einfach. So, Rommi-Regeln haben wir, Formular haben wir und die Bootzugformeln haben wir. Okay, dann wieder zurück zur Kerkergasse. Oder Knastgasse. Auch recht. Ich glaube, wir haben nochmal einen neuen Job. Schaga. Ah, wer soll dieser super geheime Gefangene sein? Na gut, wir werden es irgendwie rausfinden. Ja, wo doof. Nein, die Folge geht noch eine Weile. Mann, 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 Junge. So, dann. Nee, Rommelregel nicht, Formular. Das war ja einfach.
Rein da. Okay, da wird fleißig Rommel gespielt. Gefängnishof. Knastwärter. Was da? Toiletten? Cool. Können wir aufs Klo gehen? Da oben liegt irgendwas. Ein Lumpen. Rudolf, was wolltest du mir damit sagen? Wieso hat so eine Toilette ein Loch? Pack mal die Lumpen ein. Wenn der da ist, wird er mitgenommen. So, können wir damit Rommel spielen? Rommel regeln mit Knastwärter. Macht das Sinn? Ich finde, es macht voll Sinn. Würdet ihr eine kleine Partie Rommi spielen? Trifft sich gut, wir sind vier! Oh, Dufter. Komm her, Eddie, runter und die Karten rausgeholt. Ach so, so kriegen wir den da oben weg? Wenn wir uns jetzt aufs... Entschuldigung, aber ich müsste mal... Klo verpinkeln? Ach, deswegen ist das Loch da. Was bringt uns das jetzt? Geht's da hinten irgendwo weiter? Da haben wir Scheiben. Komm, lass uns spielen. Hast schon lang genug getrödelt. Wir warten. Wo wollen wir überhaupt hin? Zentralturm des Gefängnisses, aber da können wir, glaube ich, nicht hin. Dann werden wir ja gesehen. Also zumindest er wird uns sehen. Wenn wir da... Ich glaube nicht, dass wir dort hochklettern können. Passage zu den unteren Stockwerken. Zu den Befestigungsanlagen. Moment, mach nochmal Toilette. Aber ich müsste mal. Das externe Bläschen muss zur Toilette. So, wir haben aber einen Lappen gefunden. Tun wir jetzt Fenster putzen? Vergiss es, Kleiner. Dafür haben wir doch die Roboter. Hallo, Roboter! Rockig siehst du aus! Geht's dir etwa besser als den Butzuk? Aber ja, mein Status ist wesentlich höher als der von diesen, wie soll ich sagen, degenerierten Faultieren. Nur hätte ich eben gerne ein wenig spielerische Betätigung. Die Hausarbeit nervt mich langsam. Ach so, kannst du für uns vielleicht dann Rommel spielen? Dann können wir vielleicht hier spazieren gehen? Ah. So, jetzt könnte man uns eventuell einfach nicht sehen, weil das Spiel so spannend ist. Okay, das war jetzt mal wieder einfach. Ich weiß zwar nicht, was uns das bringt, aber wir sind weitergekommen. Bist du der geheime Gefangene? Zentraler Gefängnisturm. Ein Knasti. Ah, wie kommen wir da hoch? Beziehungsweise ganz hoch, da ist zumindest mal ein Seil. Wow, wie hoch geht's denn da noch? Und irgendwelche Ablaufrohre. Also müssen wir jetzt erstmal kommen. Zentraler Gefängnisturm. So, rechts rüber geht nicht mehr weiter. Wir haben Wudruf. Hallo? Kannst du mal bitte mit uns reden? Nee. So, die Tür kann man nicht anklicken. Wie kommen wir jetzt da hoch? Wir haben da
Da diese Muschel gefunden, habe ich noch gar keine Idee. Stein am Deckel. Die Dreizack haben wir einmal benutzt. Das Horn haben wir mal benutzt. Tuch haben wir benutzt. Konservendose, keine Ahnung. Drache später. Den Knopf haben wir schon seit der ersten Folge dabei. Mal die Hörkontrolle mit ihm da oben? Nee. Ich weiß auch nicht, was mit dieser Haarkontrolle auf sich hat. Das macht gerade mal nicht so viel Sinn. Wir haben keine neue Formel dazu bekommen. Den Schlüsselbund hatten wir mal benutzt. Wie kommen wir da hoch? Keine Ahnung. Nochmal zurück. Nein, Wutru, es ist noch Zeit. Kleiner Spinner. So, was habe ich noch übersehen? Die Tür kann man auch nichts machen. So, da geht's runter bzw. hoch. Die sind beschäftigt. Die Toilette springt dann nur hier raus. Die Fenster kann man nicht mehr anklicken. Und da hinten geht's wohl auch nicht weiter. Also dieser komische, weise Meistertyp da, der jetzt schon zweimal aufgetaucht ist an, ja, Plätzen, wo es nicht unbedingt logisch war, dass da jemand kommt. Nochmal alle Bildschirme ablaufen. Muss dann wohl, keine Ahnung. Also wir haben irgendwie so ein bisschen Progress gemacht, aber jetzt klemmt es wieder. Weil dass dann auch irgendwo solche Veränderungen passiert sind, weil wir ja doch in der Vergangenheit Dinge getan haben. Wie jetzt zum Beispiel das da. Geh mal nochmal ins Labor. Dort irgendwas passiert ist. Ah, und Moment, der hat doch gesagt, der in der Vergangenheit hat doch gesagt, dass wir jetzt Zugang zur Statue haben. Aber diese Statue haben wir, glaube ich, noch nirgendwo gesehen. Ja, ist fein gemacht, Wudorf. Also seine Formel ist bei dem Autisten. Oder einem anderen Irren. Können wir nochmal mit irgendwelchen Irren dort reden, dass die auch noch irgendwas sagen? Genauso wie plötzlich die Nummer für die Steuerbehörde gesagt wurde. Geht er nicht? Auch nicht. Ja, Wudruf zeigt uns alle seine Mätzchen, die er so kann. Normaler Verrückter, das war der Steuereintreiber. Okay. Traurig er aussieht. Ja. Er ist völlig in sich gekehrt. Ja, das total haben... Total weiche Birne. Ja, das haben Autisten. Wie kann ich in etwas heiter stimmen? Ja, heiter stimmen. Danke für den Hinweis, aber das hilft mir gerade nicht. Nochmal auf die Formeln schauen. Möchte er nicht. Möchte auch nicht. Dann mal wo ganz woanders hin.
Wenn mal im Thronsaal stand doch auch so eine Butzuk-Statue. Aber die sieht anders aus als die in der Vergangenheit. So, im Tempel. Wir müssen auf jeden Fall noch diese Buzuli-Zutat finden, aber da fehlt uns noch diese Wachstumsformel für, denke ich zumindest. Trockenbrunnenplatz. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich so ein... Ich weiß nicht, ob das mit dem Bild, hinter das Bild des Obersacks schauen, ob das wirklich im Gute-Sitten-Club war. Wir gehen nochmal zum Obersackplatz. Und mit diesem Telefon haben wir auch noch nichts gemacht. Ja, macht er nichts. Das ist der Dreckskerl, der meinen Teddy kalt gemacht hat. Dich krieg ich. Ja, wir arbeiten dran. Mit dir hatten wir auch schon mal geredet. Ja, Sie haben gewiss recht. Aber was wünschen Sie sich für die Zukunft? Wir Buzuk möchten mit der Welt in Harmonie leben. Aber die Dummheit der Menschen hat den Dämon des Bösen befreit, den unsere Weisen gebändigt hatten. Ja, und ich glaube, damit meint er das Biest. Das hat ja jetzt unsere geliebte Herzogusenfrau. Wenn wir beim Trockenbrunnenplatz unten mit dem Buzuk hatten wir auch noch nichts gemacht, der die Perlen da auffädelt oder so. Mal nach Fernsehen gucken. Hallo, kleiner Mistkäfer. Immer auf dem Posten. Hier also ein Auszug aus meinem Wissensschatz. Die Augenkontrolle. Mach dir die Existenz der Augäpfel bewusst und du wirst um die Ecke gucken können. Das nützt zwar nicht und ist eher schmerzhaft, aber damit bekommst du so einen mystischen Blick. Sag mal, muss man jetzt alles wieder anklicken, um irgendwo irgendwelche Formeln zu lernen, wo ich nicht weiß, was ich damit soll? Kommt da noch was? Hallo, kleiner Mistkäfer! Immer auf dem Posten! Hier also ein Auszug aus meinem Wissensschatz, die Augenkontrolle. Mach dir die Existenz der Augäpfel bewusst und du wirst um die Ecke gucken können. Das nützt zwar nicht und ist eher schmerzhaft, aber damit bekommst du so einen mystischen Blick. Aber Woodruff hat ja auch schon mal gesagt, dass er mit der Ventilatorplattform nochmal hingeht, wenn er fliegen kann. Es gibt doch bei den Buzuk-Formeln gibt's nichts, was Fliegen ist. Lernen wir neben dem Schwachsinn vom Meister auch irgendwann Fliegen? Aber wo muss ich jetzt hinklicken, damit ich fliegen lernen kann? Das bringt genug ein? Oh, ist ziemlich mies. Ich werde in Perlen bezahlt. Ja, das tut uns leid für dich. Wenn wir jetzt zur Ventilatorplattform gehen, lernen wir vielleicht dort jetzt fliegen? Da, Ventilatorplattform. Können wir hier zufälligerweise irgendwo fliegen lernen? Was ist der Kopf? Ich gehe erst wieder dahin zurück, wenn ich fliegen kann. Ja, daran arbeiten wir ja. Hm.
Es wird halt Sinn machen, wenn wir hier weiter in der Oberstadt sollen. Zu unserer Geliebten. Oder zukünftigen Geliebten. Ja, Wutruf übt für seine Herzensdame. Aber wo sollen wir denn fliegen lernen? Ich habe so das Gefühl, dass wir auch für diesen Turm, diesen Zentralturm da auch fliegen können. Müssten Gefängnismauern? Genau. Weil hier kann man auch nichts machen. Da oben irgendwo kommt ein Seil. Aber das müssen wir irgendwie zuerst mal überbrücken. Ich habe keine Ahnung wie. Na gut, ich schicke euch mal in die Pause und ich werde nochmal ganz viele Dinge anklicken und vielleicht lernen wir irgendwo fliegen. Es wäre zumindest sinnvoll, es zu lernen. Also drückt mir bitte ganz, ganz fest die Daumen und bis gleich.